Ja, ihr Lieben, ich freue mich, wieder hier sein zu dürfen. Die Zeit, wo ich nicht hier war, die kommt mir voll vor wie Monate. Und ich wurde auch schon angesprochen, hey, was ist los? Musst du auf einmal so viel arbeiten? Und ich muss sagen, nein, das ist meine normale Arbeit. Ich war nur von Januar bis Anfang Mai, durfte ich nur jeden Sonntag hier sein, weil ich Urlaub aus dem alten Jahr mit rübernehmen konnte ins neue Jahr. Und ich habe dann all die Tage auf die Sonntage gelegt. Und das hat es mir dann glücklicherweise gebracht, dass ich jeden Sonntag hier sein konnte, vom Jahreswechsel an bis jetzt. Aber jetzt halt eben musste ich wieder anfangen mit der Arbeit und dann ist es so gekommen, dass ich dann auch ein Wochenende krank war, dass ich dann zwei Wochenenden sonntags Verpflichtung hatte zu arbeiten und so kommen dann auf einmal 3-4 Wochenenden zusammen und es kommt mir kommt es vor, als sind es 3-4 Monate gewesen. An dieser Stelle möchte ich mich vor euch allen auch nochmal ganz herzlich bei Mike bedanken. Mike ist trotz Schmerzen im Knie, ist trotz Krankheit, ist er für mich eingesprungen. Ich habe ihn dann kurzfristig gebeten, dass er für mich Predigtdienste übernimmt. Das hat er so getan. Und Mike, ich danke dir dafür. Und ich denke, wir alle, wir sind dankbar, dass wir einen Mann, einen Vater im Glauben wie dich in unserer Mitte haben dürfen, der uns wahrheitsgetreu und mit einer Leidenschaft das Wort Gottes predigt. Und ja, der Herr soll dich reichlich segnen, Mike. Und ich bin dem Herrn für dich sehr, sehr dankbar. Dass wir dich hier haben, das ist ein großes Geschenk. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ja, Amen. Wir dürfen ruhig klatschen. Amen. Das macht dir gut, weil es ist wirklich so. Es ist große Freude. Ihr Lieben, der Herr hat uns reichlich beschenkt mit allerlei Dienstgaben. Wir dürfen hier einander dienen und es ist wunderbar. Es ist wunderbar, was der Herr tut. Der Herr baut sein Haus. Heute zu Pfingsten möchte ich vorwegstellen, habe ich keine klassische Pfingstbotschaft und Pfingstpredigt. Ich breche aus den Traditionen. Aber ich bin da in guter Gesellschaft, denn unsere Tradition sagt ja so, an Pfingsten wird dann über den Heiligen Geist und über das Wirken des Heiligen Geistes gepredigt und so. Und eigentlich tun wir das ja auch. Ich habe am Erntedankfest über Erntedank und sowas gepredigt. Ich habe zu Heiligabend über die Geburt unseres Herrn gepredigt, zu Ostern, die Verkündigung zu Ostern. Aber wenn wir mal in das Wort Gottes schauen, dann ist die Pfingstpredigt des Petrus auch keine Predigt über den Heiligen Geist, oder? Sondern es ist eine Predigt vom Kreuz. Amen? Amen. Und ich möchte heute einfach über etwas sprechen, was ich schon lange auf dem Herzen habe. Und das war auch der Grund, warum ich gesagt habe, okay, nicht zu der klassischen Pfingstverkündigung über das Ausgießen und das Wirken des Heiligen Geistes, was auch sehr wichtig ist und wovon wir auch noch in der Zukunft viel hören werden. Aber ich möchte diesem Herzensruf einfach folgen und ich möchte heute über etwas reden, was in unserer Mitte und nicht nur in unserer Mitte, und das werden wir gleich sehen, was global ein ganz großes Thema ist. Und es geht um Leiden, um Verfolgung und es geht um deine und meine Nachfolge und wie wir in, und jetzt benutze ich ein Wort, das vielleicht politisch nicht so korrekt ist, wenn es mit Glauben zu tun hat, wie wir in die radikale Nachfolge kommen können. Ich weiß nicht, ob du heute hier sitzt und, also ich für mich, ich habe so gestrichen, bis hier oben habe ich es voll mit dem Dahinsiechen in meinem christlichen Leben. Ich möchte brennen für Jesus. Ich möchte ihm radikal nachfolgen. Ich möchte in die Fußstapfen meiner Vorväter treten. Und ich möchte, dass dieser Herr und Heiland in meinem Leben offenbar wird. Ich möchte nicht als christliche Schlaftablette mehr rumrennen. Das möchte ich nicht. Und das habe ich lange getan. Und das Thema, das wir uns heute betrachten, hat sehr viel damit zu tun, wie wir in unserer Anfechtung, in unserer Verfolgung und in unserem Leiden dahin kommen, dass unsere Nachfolge trotz dieser Dinge immer effektiver und immer radikaler wird. Amen? Und das wollen wir uns heute so ein bisschen betrachten. Ja, Vater, wir danken dir für dein kostbares Wort und ich danke dir, Vater, dass du mir Gnade geschenkt hast, mich dort vorzubereiten, diesem Herzenseindruck zu folgen, Vater.
Aber ich möchte hier und jetzt anerkennen, Vater, dass ich dein Wort nicht predigen kann, wenn du nicht in mir die Predigt wirkst, Vater. Herr, wir bitten dich, dass du deinen Heiligen Geist, ja, wie zu Pfingsten, jetzt über uns ausgießt und dass er, ja, wie zu Pfingsten, unsere Herzen durchdringt mit dem Wort. Ich bitte dich, Vater, im Namen Jesu Christi, dass du uns verständige Herzen, offene Ohren des Geistes und offene Augen des Geistes schenkst, dass wir sehen, dass wir wirklich Sehende sind und Hörende sind und dein Wort tun können, Vater. Ich bitte dich, dass du gemäß deiner Verheißung dein Wort segnest, dass es nicht leer zu dir zurückkehrt, sondern dass es in uns bewirkt und vollzieht, wovon es spricht. Dies bitten und empfangen wir in dem Namen Jesu. Amen. Amen. Ich möchte als Predigttext und als Leitverse möchte ich zwei Verse einfach hier in unsere Mitte stellen. Zwei, drei Verse sind es. Matthäus 5, die Verse 10 bis 12. Da lesen wir: Glückselig, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse lügnerisch gegen euch reden werden. Um meinetwillen freut euch, spricht der Herr, und jubelt, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln, denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Amen. Der Text, den wir uns heute betrachten, ist eigentlich eher ein sehr populärer Text. Viele kennen diesen Text und es sind ganz, ganz bekannte Worte unseres Herrn Jesus Christus. Wir befinden uns hier jetzt bei diesem Text jetzt so ziemlich am Anfang der sogenannten Bergpredigt und sind in den Seligpreisungen. Er sagt immer wieder: Glückselig sind die, um der Gerechtigkeit willen hungern und dursten. Glückselig die, um der Gerechtigkeit willen verfolgten, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Und Jesus war zu dieser Zeit und predigte zu dieser Zeit in den ganzen umliegenden Städten dort in Galiläa. Und das Wort sagt uns etwas zuvor, dass Jesus dort in ihren Synagogen lehrte. Er predigte das Evangelium des Reiches Gottes. Er heilte dort jede Krankheit unter dem Volk. Und dann sagt das Wort, und die Kunde von ihm ging bis in das entfernte Syrien. Wir sehen also, dass Jesus einen riesen Einfluss hatte und einen großen Einflussbereich auch hatte, und es folgten ihm, so steht es in Matthäus 4,23 dann geschrieben, es folgten ihm große Volksmengen, und Jesus lehrte die Volksmengen, und er lehrte die Volksmengen in dieser Art und Weise, dass er sie ermutigte in ihrer Verfolgung und in ihrem Leid, und er sagte: Glückselig, die um der Gerechtigkeit willen verfolgten. Und die erste Frage, die ich einfach hier in unsere Mitte stellen möchte, die erste Frage, die sich uns heute hier stellt, lieben Dank, das ist nett, Dankeschön. Die erste Frage, die sich uns heute stellt, ist jene, nämlich: Ist die Lehre Jesu über Verfolgung von Christen heute noch aktuell und relevant? Ich meine, du und ich, wir leben hier in Happy Clappy Disneyland, lass mich es mal so ausdrücken, in Deutschland, ja? Wir in unserer westlichen Zivilisation, wir sind noch, was eigentlich so dieses Wort Verfolgung, wenn wir es mal so vor unserem geistlichen Auge vorbeiziehen lassen, wir haben es hier echt gut. Wir sind nicht leiblich, nicht physisch unter Verfolgung, unter Druck, und trachtet hier noch, sage ich extra, noch keiner nach dem Leben. Aber ich sage es mal so, wenn die Grenzen unseres Landes abgebrochen und die staatlichen Gewalten ihren Dienst aufgeben würden, würde es nicht lange dauern, und aus fernen Ländern würden Menschen zu uns kommen, die ganz klar auf ihrer Agenda haben, uns um unseres Glaubens willen zu verfolgen und das Schlimmste mit uns anzutun. Also die erste Frage ist einfach: Ist die Lehre Jesu über Verfolgung von Christen heute noch relevant oder nicht? Oder ist unsere moderne Gesellschaft, in der wir jetzt hier so leben, ist sie einfach so tolerant geworden, dass das, was Christus hier predigt, einfach veraltet ist und gar nicht mehr relevant ist? Und meine persönliche Antwort auf diese Frage ist, dass diese Verse absolut relevant sind. Sie sind absolut relevant für dich heute hier in Deutschland, für dich heute hier in Bremerhaven, und sie sind absolut relevant und aktueller denn je in der ganzen Welt.
Ich möchte, dass wir uns das, was Jesus gesagt hat und diese Frage, die wir uns stellen, ob es aktuell und relevant ist, ich meine, das ist meine Meinung, die ich jetzt geäußert habe, wir sollen uns das alle betrachten und wir sollen selber zu der Überzeugung kommen. Und wir wollen uns das aus zwei verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Einmal aus der globalen Perspektive. Wie geht es unseren Geschwistern global? Und um das zu tun, gibt es eine ganz tolle Organisation, die von Gott auf ihr Herz gebrannt bekommen hat, sich den Verfolgten zu widmen. Ihr kennt bestimmt Open Doors. Und Open Doors bringen dann immer wieder, das ist eine Missionsgesellschaft, die sehr aktiv ist in fernen Ländern und sie sind dabei, verfolgte Christen zu unterstützen. Und sie haben einen Weltverfolgungsindex. Und vielleicht kann Debbie uns das mal anstrahlen, dass wir einfach mal aus der globalen Perspektive betrachten, wie geht es unseren Geschwistern weltweit? Und wenn wir dort die Karte sehen, dann können wir feststellen, dass das, was Jesus hier predigte und das, was Jesus gesagt hat über Verfolgung, dass das heute noch absolut relevant ist und absolut gegenwärtig ist. Ich meine, auch wenn wir hier in Deutschland leben und uns geht es gut, dann schauen wir mal einfach auf die Plätze 1 bis 10 und betrachten uns die Staaten Nordkorea, Somalia, Irak, Syrien, Afghanistan, Sudan, Iran, Pakistan, Eritrea und Nigeria. Und wir werden sehen, dort gibt es Brüder und Schwestern, die um des Namens Jesu willen, um der Gerechtigkeit willen, verfolgt werden. Und ihr Lieben, ich möchte es gleich vorne wegnehmen. Was Jesus hier im Herzen hatte, als er diese Worte aussprach, im Vers 12, freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln, denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Da wissen wir ganz genau, dass Jesus nicht nur davon spricht, dass wir verfolgt werden auf mentaler Ebene und dass es uns vielleicht nicht so gut geht, weil uns unser Hab und Gut geraubt wird. Sie haben die Propheten früher getötet. Sie haben die Propheten abgeschlachtet. Alle Propheten, die vor ihm waren, wurden getötet. Und wenn Jesus hier sagt, freut euch, denn euer Lohn ist groß, hat er das im Herzen. Er sagt, wenn ihr um der Gerechtigkeit willen verfolgt werdet, wird es euch geschehen wie den Propheten. Und ich möchte euch einfach sagen, auch mit der Perspektive des Weltverfolgungsindex hier von Open Doors, der ist von 2015, der ist sehr aktuell, dass es keine einzige Zeit gibt und gab in der Geschichte, seitdem das Christentum entstanden ist, in der mehr Märtyrer waren als jetzt, heute im Jahr 2015. Heute im Jahr 2015 sterben mehr Menschen um des Glaubens an Jesu willen als jemals zuvor. Als jemals zuvor. Also damit möchte ich einfach nur, dass wir diese Frage einfach beleuchten und dass ihr selbst zu der Überzeugung kommt. Ich meine, ich bin in meiner Vorbereitung zu der Überzeugung gekommen, aber dass ihr selbst damit zur Überzeugung kommt, ja, diese Verse, die wir heute betrachten, sie sind aktuell. Das Wort Gottes ist aktuell. Das ist kein alter Schinken von früher. Ich meine, diese Trostworte sind heute mehr als Gold wert für Geschwister, die dort leiden. Und ich möchte dir einfach in deinem persönlichen Leiden und in deiner persönlichen Verfolgung, die du erlebst vielleicht am Arbeitsplatz, in der Familie, die du erlebst in deinem Freundeskreis, die du erlebst, wo du gehst und stehst, dass du diese Worte tief in dein Herz nimmst und dass du dir dessen bewusst bist, dass Jesus es ernst meint, wenn er sagt, glückselig bist du, wenn du um meines Namens willen verfolgt wirst. Können wir damit etwas anfangen? Amen? Amen. Okay, die zweite Perspektive, aus der wir uns dieses betrachten wollen, danke Debbie für das Bild, das brauchen wir nun nicht mehr. Die zweite Perspektive wendet ihren Blick weg von der globalen Perspektive und schaut in das Wort Gottes hinein. Und dort betrachten wir einfach die sündige Natur des Menschen und die Natur des Reiches Gottes und der neuen Schöpfung. Und selbst dort werden wir erkennen, dass das, was Jesus gepredigt hat, absolut aktuell ist, absolut relevant ist. Absolut. Der Blick in das Wort Gottes gibt uns eine Erklärung dafür, was ich mit meinem Statement selber eben meinte, dass es absolut aktuell ist und dass wir in einer Zeit leben, in der diese Worte wirklich auf den Punkt gewirkt treffen. Der Apostel Paulus erzählt uns etwas von seinen eigenen Verfolgungen und von seinem eigenen Leiden und er sagt etwas davon, wie er rumgereist ist und in Antiochia und in Ikonien und in Lystra war und was ihm dort widerfahren ist. Wenn ihr mal mit mir zusammen in den 2. Timotheus Kapitel 3 geht, da lesen wir davon. 2. Timotheus 3, die Verse 11 bis 12.
da sagt Paulus, diese Verfolgungen dort in Ikonien, in Lystra und in Antiochia, die ertrug ich und aus allem hat der Herr mich gerettet. Alle aber auch, und jetzt kommt das, was ich einfach uns vor die Augen stellen möchte, alle aber auch, sagt er im Vers 12, die gottesfürchtig leben wollen. Ich weiß nicht, ob du heute hier bist. Willst du gottesfürchtig leben? Willst du ein Leben leben mit Jesus Christus? Ein Leben, in dem sich Jesus Christus offenbart? Da sagt uns Paulus, alle aber, die das wollen, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, sie werden verfolgt werden. Ich meine, wie kommt der Apostel Paulus zu dieser Aussage? Das kann ja jeder sagen. Ja, du willst Christus folgen, du sollst verfolgt werden. Ich glaube, Paulus hat eine feste Überzeugung dessen gehabt, wie das Reich Gottes ist, wie die Natur der neuen Schöpfung ist, wie es funktioniert und in was für einen krassen Gegensatz das Reich der Finsternis ist und die sündige Natur des Menschen. Und er hat sofort erkannt, da prallen zwei Dinge aufeinander. Sie greifen nicht wie ein Zahnrad in sich zusammen, arbeiten zusammen, sondern da prallen zwei Dinge aufeinander. Das Reich Gottes und das Reich der Finsternis, die neue Schöpfung und die alte Natur, die sündige Natur des Menschen. Und es gibt Konflikte. Zwei Königreiche, zwei Herrschaftsbereiche, zwei Machtbereiche prallen hier aufeinander. Zwei absolute Gegensätze sind miteinander im Konflikt. Und darum sagt er, weil er das weiß, weil er dessen wirklich die Überzeugung hat, dass es so ist, dass das Reich Gottes nicht von dieser Welt ist, nicht von dieser Natur ist. Deswegen kann er auch sagen, alle, die gottesfürchtig leben wollen, die in Christus Jesus leben wollen, die werden verfolgt werden. Ich möchte da keinen Hehl draus machen und ich möchte uns enttäuschen, wenn du getäuscht wurdest, dass du dachtest, aber ich dachte, das Christentum, das ist so, juhu, und wir haben schön zusammen Lobpreis und alles ist wunderbar und wir sind jeden Tag auf dem Gipfel der Freude, dann möchte ich dich enttäuschen. Nicht enttäuschen in dem Sinne, dass du niedergeschlagen bist, sondern ich möchte die Täuschung von dir entfernen und ich möchte dir sagen, wenn du Christus folgen willst, wirst du verfolgt werden. Amen. Denn das sagt uns auch der Paulus, und er sagt es zu den Kolossern, er sagt, er, Christus, hat uns errettet aus der Macht der Finsternis. Und was hat er dann getan? Und er hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Du und ich, an dem Tag unserer Erlösung und Errettung, ich meine, es war schon vorher geschehen, denn der Krieg ist schon gewonnen, am Kreuz von Golgatha ist es schon entschieden worden, vor mehr als 2000 Jahren. Christus hat ausgerufen, es ist vollbracht, aber an dem Tag, an dem er dich durch seine Gnade zum Glauben geführt hat. An dem Tag hat er dich genommen und hat dich herausgeholt aus einem Herrschaftsbereich, in dem du vorher gelebt hast, nämlich dem Reich der Finsternis. Und er hat dich durch den Glauben genommen und hat dich versetzt in das Reich Gottes, in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Und dort bist du nun in dem Reich Gottes, aber dort ist noch das Reich der Finsternis. Und dort ist auch der, dem Gewalt gegeben ist, über diese Erde zu herrschen, nämlich der Fürst der Finsternis, des Satans. Und er kämpft vehement und will seinen Verlust, nämlich dich. Er will dich wieder. Und darum bist du gewollt oder ungewollt in einen Krieg verwickelt, in einen Konflikt verwickelt. Das brauchen wir uns noch nicht mal aussuchen. Dafür brauchen wir nicht unterschreiben. Dafür brauchen wir keine Volksabstimmung. Dafür brauchen wir kein Händeheben. Du bist von dem Tag, an dem du in das Reich Gottes versetzt wurdest, zum Kriegsmann, zur Kriegsfrau geworden, nämlich gegen das Reich der Finsternis. Und nicht, weil du unbedingt gesagt hast, okay, hier sind meine Waffen und jetzt geht's los, sondern weil dort einer ist, der dich zurückhaben will und der vehement gegen dich kämpft. Denn der Satan geht umher wie ein brüllender Löwe und er sucht, wen er verschlingen kann. Und er macht vor dir und vor mir nicht Halt, nur vor Jesus. Amen. Amen. Danke, Jesus. Jesus Christus sprach selber zu Paulus diesbezüglich folgende Worte, diesbezüglich des Wechsels von diesen Herrschaftsbereichen. Als Paulus errettet wurde auf der Straße nach Damaskus, als ihn ein gleißendes Licht umfing,
und er vom Pferd fiel, geblendet und blind, und er die Stimme hörte, und Jesus sprach: Was verfolgst du mich, Saul? Und er rief: Wer bist du? Wer bist du? Ich bin Jesus. An diesem Tag sprach Jesus auch noch etwas anderes zu ihm, was nicht unbedingt dort in Apostelgeschichte 9 beschrieben ist, aber Paulus erzählt davon etwas weiter hinten dem König Agrippa in seinem Zeugnis. Paulus sagt, dass Jesus zu ihm sagte: Ich werde dich, Paulus, aus dem Volk herausnehmen und aus den Nationen, zu denen ich dich sende. Und ich werde das tun, damit du durch die Verkündigung meines Wortes ihre Augen öffnest. Er sagt: Ich werde dich herausnehmen aus dem Volk, den Nationen, zu denen ich dich sende, ihre Augen zu öffnen, dass sie sich bekehren. Und jetzt von was? Von der Finsternis zum Licht. Hier wieder diese Konfliktbereiche, diese Herrschaftsbereiche. Dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Macht des Satans. Du warst vorher in dem Macht- und Einflussbereich des Satans hin zu Gott. Amen. Ich mache das so ausführlich und so tief, dass wir es wirklich verstehen. Warum? Weil, ihr Lieben, diese Verkündigung, sie ist nicht aus dem Nichts gekommen, sondern aus Gesprächen mit euch, mit Geschwistern, aus vertrauten Gesprächen einfach, habe ich wahrgenommen über die Zeit, dass viele von uns in Verfolgung sind, dass viele von uns in Anfechtung sind, dass viele von uns durch Täler durchgehen. Und manchmal ist es so, und das ist ja nicht verwerflich, kommen wir an den Punkt, dass wir das Handtuch werfen wollen. Und darum habe ich diese Last auf dem Herzen verspürt und habe gesagt: Nein, Herr, darüber möchte ich auch noch mal predigen, dass wir wirklich dort auch, dass wir nicht die Handtuchwerfer werden, dass wir die Handtuchwerfer-Mentalität von uns weisen und dass wir uns dieser Dinge gewiss sind, dass sie zum christlichen Leben dazugehören, wie das Atmen zum Menschen. Ihr Lieben, Erkenntnis dieser Dinge bringt uns dazu, dass wir uns der biblischen Wahrheiten gewiss werden und Sicherheit in unserer Situation finden. Darum spreche ich davon heute. Amen. Also, er sagte, ihre Augen zu öffnen, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Macht des Satans zu Gott. Also von dem Reich der Finsternis hinüber in das Reich des Lichtes. Von der Macht und dem Machtbereich des Satans hinüber zum Reich Gottes. Amen. Und das ist es, warum wir in einem fortwährenden Konflikt sind. Das ist es, warum jeder, der gottesfürchtig, jeder, der ernsthaft Jesus folgen will, warum er in Verfolgung kommt. Du und ich, wir erleben das heute täglich. Wir erleben das am Arbeitsplatz. Wir erleben das in unseren Familien. Wir erleben das in der Schule. Wir erleben das auf der Uni. Wir erleben das, wo wir gehen und stehen. Wenn du dich klar zur Wahrheit bekennst in einer Gesellschaft, die alles wischiwaschi hält, dann bist du extrem und sie verfolgen dich. Wenn du dich dazu bekennst, die Ehe, die Gott geschaffen hat, in Ehren zu halten, dann bist du im Kampf gegen das, was die homosexuellen Szene jetzt gerade mit der Ehe versucht. Wenn du dich dazu bekennst, dass die Ehe zwischen Mann und Frau etwas Heiliges ist, und dass der Verkehr zwischen Mann und Frau vor der Ehe von Gott verurteilt ist, dann wirst du als extrem gesehen. Auch in unserer heutigen Zeit. Ich erlebe das tagtäglich selber. Ich stehe für diese Dinge. Und manchmal kommt es mir vor, als wäre ich ein Urzeitdinosaurier, der völlige veraltete Dinge hochhält. Herr Ehrlich, wenn ich diese Dinge manchmal sage, selbst manchmal unter Christen, dann gucken die mich an und denken: Was? So, wenn ich denen sage: Hey, Ich hatte letztes Mal Gespräche mit jungen Leuten, die waren 18, 19 Jahre. Da habe ich gesagt: Leute, ihr wollt Jesus folgen? Dann gibt es sowas nicht wie Freund und Freundin und dann Zweisamkeit und ganz eng zusammen sein und rumknutschen. Ich habe gesagt: Sowas gibt es nicht. Dann haben die: Was, rumknutschen? Das ist auch keine, nein, ist auch keine Unzucht. Aber was folgt denn danach? Das Wort Gottes sagt: Flieht der Unzucht. An anderer Stelle sagt das Wort Gottes: Widersteht dem Satan. Das heißt also, wir haben Autorität, dem Satan zu widerstehen. Aber wenn es geschrieben steht: Flieht der Unzucht, dann sagt es mir: Ich habe keine Kraft, der Unzucht zu widerstehen. Ich habe nicht die Kraft als Mann mit dem Feuer, das in mir brennt, das Feuer der Leidenschaft. Und du hast nicht die Kraft als Frau oder als junges Mädchen. Du hast nicht die Kraft, Unzucht zu widerstehen. Du hast wohl die Kraft, dem Satan zu widerstehen. Aber nicht Unzucht. Darum sagt das Wort: Flieht der Unzucht. Und darum sag ich zu jedem Jugendlichen: Fliehe dem, sei nicht alleine.
mit deiner Geliebten, die du so sehr magst. Sei nicht alleine. Passe mal auf, dass Geschwister damit bei sind. Passe mal auf, dass Ältere damit bei sind. Wenn ihr zusammen ausgeht oder so ins Kino geht, nehmt Freunde mit, aber geht nicht alleine. Amen. Und ich werde angeguckt wie so ein Steinzeitdinosaurier. Was ist das denn für einer aus dem 18. Jahrhundert? Wo kommt der denn hier an? Und wenn ich das auf der Arbeit erzähle, da sagen die, was? So erziehst du deine Kinder? Ja! So erziehe ich meine Kinder! Ja, ich bin extrem. Es gibt keinen Freund für meine Töchter. Solange sie ihre Füße, dieser alte Spruch, solange sie ihre Füße unter meinem Tisch, wird kein Freund dort sein, der irgendwas damit zu tun hat. Irgendwie mit Liebe und dies und das. Meine Töchter können in den Genuss dessen kommen, wenn Gott ihnen einen Partner offenbart. Und wenn das alles in den Bahnen des Wortes Gottes stattfindet. Amen? Kriegt dazu ein Amen? Amen. Okay, ich möchte zurückkommen. Das war jetzt ein bisschen abgeschweift, die Ansichten, die uns das Wort Gottes gibt und warum wir im täglichen Konflikt sind. Selbst unter Christen kommen wir in Konflikt, wenn wir das Wort Gottes ernsthaft nehmen. Ernsthaft. Wenn du heute durch die Gemeinden gehst und du sagst, sola scriptura, so sagt es das Wort, so steht es geschrieben. Von 100 Gemeinden sage ich dir, 70 sind dabei, die sagen, du bist extrem. Du bist Fundamentalist. Nein. Ich glaube dem Wort und ich glaube alles, was hier geschrieben steht. Hat der Herr die Welt in 6 Tagen erschaffen? Ich gehe gegen den Urknall und sage, er hat die Welt in 6 Tagen erschaffen. Ihr könnt so lange suchen mit euren Hubble- und Bubble-Mikroskopen und Teleskopen, wie ihr wollt, aber der Herr hat die Welt in 6 Tagen erschaffen. Das hat er gemacht. Das hat er gemacht. So simpel. Brauche ich gar nicht so lange suchen da draußen. Und die ganze Schöpfung zeugt davon. Immer wieder sind Wissenschaftler dabei und sie suchen im Kleinsten und sagen, wir haben eine Amöbe gefunden und wir wissen nicht, wie die dahin gekommen ist. Gott hat sie dahin getan. Halleluja, ist so einfach. Okay, ich schweife immer wieder ab. Also, okay, um es wieder auf den Punkt zu bringen. Wir kommen in Konflikt, wenn wir die Worte unseres Herrn und das Wort Gottes ernsthaft nehmen. Und wenn wir ernsthaft diesem Herrn folgen wollen, kommen wir in Konflikt und in Verfolgung. Das wollte ich damit sagen. Denn die Regeln und Gedanken und Standards und Ansichten einer von Gott abgefallenen Welt sind nicht mehr unsere. Das Wort Gottes ist das, was Richtschnur in unserem Leben, was Fundament in unserem Leben ist. Wir sind also gewollt oder ungewollt permanent auf Konfrontationskurs mit dem Reich der Finsternis und das selbst im eigenen Haus. Ich hatte mich das letzte Mal mit meiner Schwägerin unterhalten. Es ist so wunderbar, was Gott in ihr tut. Was Gott in ihr tut. Ja, die Jugendlichen fallen, aber Gott hebt sie wieder auf. Und was Gott in ihr tut, ist so wunderbar. Ich sage es immer wieder. Ich habe zu meiner Frau gesagt, in deiner Schwester, in meiner Schwägerin sehen wir Wiedergeburt vor unseren eigenen Augen. Was sie jetzt schon in dieser Zeit, wo sie sich zum Herrn bekennt, an Verfolgung durchmacht, an Hasstiraden ihrer alten sogenannten Freunde, die nur noch über sie schimpfen, nur noch über sie lästern. Warum? Nicht, weil sie was Schlimmes getan hat, nicht, weil sie ein Verbrechen begangen hat, nicht, weil sie irgendwie was getan hat, was wirklich verurteilungsfähig wäre. Nein, weil sie Jesus folgt. Weil sie Jesus folgt. Und ich sage immer wieder diese Verse zu ihr. Ich sage, glückselig bist du, Cynthia. Glückselig. Glückselig bist du. Im eigenen Haus. Und dann habe ich den einen Tag, wo ich mich mit ihr unterhalten habe, habe ich dann, weil wir darüber gesprochen haben, dass es selbst in unserer Familie auch so ist, um Christi willen, habe ich ihr dann diesen Text gezeigt. Matthäus 10, lass uns den mal zusammen lesen. Matthäus 10, 34 bis 39. Da sagt Jesus selbst, er sagt, meint nicht, dass ich gekommen sei, Frieden zu bringen. Erstmal ist das absolut komisch für uns. Die Propheten sagen doch, du bist der Friedefürst. Jesus sagt, meint nicht, ich wäre gekommen, Frieden zu bringen. Und was sagt er dann? Er sagt, ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Das ist das Wort Gottes übrigens. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. Wer sein Leben findet, wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Jesus hat hier gesagt, ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen.
Wir wissen, dass er der Friedefürst ist, und auch hier müssen wir lernen, das Wort Gottes in dem Kontext, in dem er es spricht, richtig anzuwenden und richtig zu verstehen. Natürlich ist Jesus gekommen, um uns Frieden zu bringen. Denn wenn er uns versetzt aus dem Reich des Satans in das Reich Gottes, dann ist dort Friede. In Christus haben wir einen Frieden, der ist unbeschreiblich, der ist nicht abhängig von dem, was wir sehen oder fühlen oder erarbeiten können, sondern er ist gegründet in ihm. Er ist der Friedefürst, ja und Amen. Und dennoch ist dieses Wort nicht, sag ich mal, eine Verleugnung dieser Tatsachen, von denen ich gerade gesprochen habe, bezüglich des Friedens in Christus. Es ist nicht im Widerspruch. Jesus meinte etwas anderes. Jesus hat gesagt, meint nicht, ich bin gekommen, damit du ein Happy Clappy Disneyland Christenleben führst. Er sagt, ich bin nicht gekommen und ich bin auch nicht am Kreuz gestorben, damit dein Leben so ruhig bleibt, wie es vorher war. Damit dein Leben so in diesen Bahnen der Welt und in den Strukturen der Welt bleibt, wie es vorher war. Sondern ich bin gekommen und durch das, was ich am Kreuz von Golgatha erwirkt habe, habe ich dich herausgeholt aus dem Reich des Satans und habe dich in mein Reich versetzt. Und das, was ich getan habe und das, was ich dir sage, das ist das Schwert, das ist mein Wort. Und wenn du dich nach diesem Wort hältst und wenn du danach lebst und wenn du mit mir lebst, dann wirst du erfahren, wie sich in deinem eigenen Haus, deine eigenen Hausgenossen, Mutter, Vater, Bruder und Schwester gegen dich wenden. Denn sie sind vielleicht noch in dem Herrschaftsbereich des Satans, sie sind vielleicht noch in dem Reich der Finsternis und ihre Gedanken sind die Gedanken und Überzeugungen und Pläne und Konzepte dieses Reiches. Aber du wurdest versetzt in das Reich des Lichtes, in das Reich der Liebe seines Sohnes und nun bist du auf einmal in deiner eigenen Familie, in einem anderen Reich. Und siehe, mein Wort, das Schwert, habe ich dir gegeben. Und es ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Und es geht durch die Familie und durchdringt. Es geht gegen Vater oder zwischen Vater und Sohn. Vater, der vielleicht noch nicht erlöst ist. Und Sohn, das habe ich selber erlebt. Mein Vater war erst 3 Wochen, bevor er gestorben ist, ist er zum Herrn gekommen. Danke, Jesus, dass er zum Herrn gekommen ist. Aber ich habe es erlebt. Ich bin in meines Vaters Wohnung gekommen, in meines Vaters Haus gekommen. Ich war in einem anderen Herrschaftsbereich und ich war immer auf Konfrontationskurs mit ihm. Ich konnte versuchen, was ich wollte. Es war am Ende so, dass ich gesagt habe, Jesus, ich werde nicht mehr von dir erzählen. Ich werde nicht mehr von dir Zeugnis geben in Gegenwart meines Papas, weil das bringt nur Kampf. Es war nur Kampf, nur. Du bist in der Sekte und du mit deinem Glauben und verschwinde mit deinem Jesus und dies und das und jenes. Kennt ihr alles bestimmt. Aber dort meint Jesus, meint nicht, ich bin gekommen, dort Frieden zu bringen. Nein, um meinetwillen, weil ich dich genommen habe und rausgerissen habe aus dem Reich der Finsternis, wirst du Verfolgung selbst in der eigenen Familie erleben. Also wundert euch nicht. Darum lese ich diese Sache vor. Wundert euch nicht. Aber genau diese Beziehung zu Jesus ist der Schlüssel zu unserem Segen. Denn die Verse, mit denen wir angefangen haben, sagen ja, glückselig seid ihr. Also wir haben jetzt die ganze Zeit über Verfolgung gesprochen, aber Jesus ermutigt ja auch hier und sagt, glückselig sollt ihr sein, glückselig seid ihr. Und ich möchte einfach, dass wir jetzt auch das erfassen, warum glückselig? In den Versen 10 bis 12 spricht Jesus von dieser Glückseligkeit und von dem Lohn in Verbindung mit Verfolgungen und Leid. Doch was wir verstehen müssen, ist, dass nicht jeder einfach automatisch gesegnet ist. Ja? Wenn du nicht in Christus bist und du hast Verfolgung und Leid, und es sind tausende Menschen da draußen, die nicht in Christus sind, die Christus nicht kennen, die keine Beziehung mit Christus haben, die also nicht um seinetwillen diese Verfolgung leiden, sie sind nicht gesegnet. Die Verbindung zum Segen ist in der Beziehung zu Jesus Christus. Glückselig bist du, wenn du um der Gerechtigkeit, Jesus ist die Gerechtigkeit Gottes, wenn du um Jesu Willen verfolgt wirst, dein Lohn ist groß. Die Verbindung zum Lohn durch Verfolgung und die Verbindung zum Segen und zur Glückseligkeit durch Verfolgung liegt in der Beziehung zu Jesus Christus. Amen. Jesus sagt im Vers 10, dass die glückselig sind, die um der Gerechtigkeit, also um ihn willen, um seinen Willen verfolgt werden. Und in Vers 11 macht das dann, bringt es auf den Punkt. Glückselig sind jene, die Schmähung und Verfolgung um meinetwillen ertragen, sagt er. Und in Vers 12 steigert Jesus das Maß der Ermutigung, indem er sagt, freut euch und jubelt,
Das ist etwas, was total unverständlich für uns ist. Hey Jesus, siehst du nicht, wie es mir geht? Also ich meine, das ist ein bisschen, wie heißt das, pietätslos? Also das ist ein bisschen, also das ist der Situation jetzt gar nicht angepasst, Jesus. Weißt du überhaupt, wovon du redest? Ich glaube, Jesus weiß wie kein anderer Mann auf diesem Erdenrund, wovon er redet. Kein anderer Mann, auch wenn der Apostel Paulus viel durchlitten hat, aber kein anderer Mann hat so viel gelitten wie unser Herr und Heiland. Er wurde um der Gerechtigkeit willen verspottet. Er wurde geschmäht. Er wurde geschlagen. Er wurde gegeißelt. Er wurde gekreuzigt. Er wurde ans Holz geschlagen, hat geblutet um deinen und meinen Willen, um der Gerechtigkeit Gottes willen. Aber nicht nur das, er wurde getrennt von seinem Vater. Das Größte, der größte Schmerz für Jesus war, dass er getrennt wurde. Ich glaube, er weiß, wovon er spricht. Er sagt, freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln, denn ebenso haben sie Propheten verfolgt, die vor euch waren. Und das ist es, ihr Lieben, dass wir da hinkommen. Das wünsche ich mir so sehr, dass wir in den Zeiten größter Verfolgung, in den Zeiten des Leidens, dass wir dieser Aufforderung folgen können. Amen. Dass wir eine feste Hoffnung auf die Dinge haben, die in der Herrlichkeit und in der Gegenwart Gottes auf uns warten. Dass wir eine feste Überzeugung davon haben, dass da mehr ist als nur das Leid, das vor deinen Augen ist. Amen. Dass unser Blick geistlich gesehen in den Himmel ist und dass unser Herz im Himmel verankert ist. Hat Jesus nicht selber gesagt, denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz? Wir müssen endlich dazu kommen. Der Satan will ganz gerne, dass wir in den Verfolgungen und in dem Leiden, dass wir unseren Blick zentriert und fokussiert auf die Probleme haben, auf die Berge, auf das Hindernis, das vor uns liegt. Doch schon David sagte, ich hebe mein Haupt empor zu den Bergen, von wo mir Hilfe kommt. Er hebt sein Haupt empor und überblickt die Situation von einer anderen Warte aus. Und das ist auch das Wort, das Mike immer wieder auch in unsere Mitte stellt und das ich heute auch gehört habe, dass wir unsere Schwingen wirklich ausbreiten und die Aufwinde Gottes bringen wirklich Luft unter unsere Flügel und wir werden emporgehoben auf eine andere Ebene, wo wir die Dinge aus einer anderen Perspektive überblicken können und wo wir sehen können, da ist mehr als mein Leid. Mein Leid ist nur hier für diese Zeit auf Erden. Was ist das Menschenalter? 60, 70, 80. Meine Zeit ist kurz hier auf Erden. Und das Leid ist auch kurz hier auf Erden. Kurz im Gegensatz zu was? Zu der unendlichen Ewigkeit und Herrlichkeit in Gottes Armen. Amen. Und das müssen wir begreifen. Er sagt, freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß. Wo? In den Himmel. In den Himmel. Lass dein Herz gegründet im Himmel sein. Halleluja. Wir müssen lernen, mit den Augen des Geistes die Schätze des Himmels zu erfassen und unser Herz da drin zu gründen. Amen. Viel zu oft sind unsere Herzen Larifari hier auf Erden gegründet und dann wundern wir uns, dass sie träge und schwer werden. Und die Erlösung unserer Seelen durch Jesus Christus, das ist es, wo unser Blick drauf gesetzt sein soll. Das, was uns noch erwartet in der Gegenwart Gottes. Amen. Jesus hat uns selbst gelehrt, im Leiden dieses zu tun. Sagt nicht sein Wort im Hebräer, dass er die Schande und die Schmach des Kreuzes nicht geachtet hat. Und er hat weitergeblickt auf die dahinterliegende Freude. Amen. Und dann sagt kurz vorher sagt Hebräer, lass uns hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Darum geht es in dieser Verkündigung, dass wir in unserem Leid, in unserer Verfolgung, unseren Blick setzt auf Jesus Christus hoch und erhöht. Denn er hat genau das Gleiche getan. Hätte Jesus nur die Schmerzen und die Schmach des Kreuzes betrachtet und wäre ab da Schluss gewesen mit seiner Perspektive, ich glaube, er hätte diesen Weg nicht gehen können, wie er ihn gegangen ist. Aber das Wort Gottes sagt im Hebräer, er hat die Schmach des Kreuzes erduldet, weil er eine feste Zuversicht dessen hatte, was danach kommt. Der Sieg, der danach kommt, die Freude, die danach kommt, die Glückseligkeit und Erlösung deiner Seele, die danach kommt.
indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete, Halleluja, und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Den betrachtet, sagt Hebräer, den betrachtet, Jesus Christus betrachtet, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet in eurem Leiden, in eurer Anfechtung, in euren Verfolgungen, damit ihr nicht ermüdet und eure Seelen nicht ermatten. Amen. Also indem wir hinschauen auf Jesus und wirklich ausharren, wie Mike auch immer sagt, ausharren, Harre des Herrn. Amen. Und ihr Lieben, da wartet so viel mehr auf uns. Ich meine, wenn ich hier stehe und ich rede jetzt hier in deutscher Sprache zu euch, meine Sprache, unsere Sprache ist limitiert, ist begrenzt. Irgendwann ist es zu Ende. Ich habe mal gehört, in Hebräisch gibt es nur 4000 Worte. Dann ist der ganze hebräische Wortschatz sozusagen ausgefüllt. Habe ich gehört, ich weiß nicht, ob es stimmt. Ihr könnt es selber mal nachkontrollieren. Deutsch hat bestimmt um einiges mehr, aber auch Deutsch ist limitiert. Und ich kann euch in meiner Sprache nicht alles von den Herrlichkeiten in der Gegenwart Gottes, von dem überragenden Maß und Gewicht der Herrlichkeit Gottes, kann ich euch gar nicht genug erzählen. Ich könnte Stunden und Tage und Monate und Wochen und Jahre predigen und ihr würdet trotzdem immer noch nur so einen ganz kleinen Glimps davon haben, was es wirklich bedeutet, dieses große Maß an Herrlichkeit in der Gegenwart Gottes. Und dennoch sagt uns Paulus, und er sagt es zu den Korinthern, er sagt, das schnell Vorübergehende unserer Bedrängnis, unserer Verfolgung, unseres Leidens bewirkt in uns nämlich ein übergroßes Maß von Herrlichkeit. Er sagt, die Bedrängnis, die du und ich, die wir erleben, sie ist schnell und vorübergehend. In, natürlich immer wieder im Kontrast zu der unendlich großen Herrlichkeit. Er sagt, das, was du jetzt durchmachst, die Verfolgung, die du jetzt durchmachst, sie ist kurz. Sie ist wirklich nur kurz. Und selbst wenn sie ein Leben lang dauert, ist es kurz im Vergleich zu der Herrlichkeit Gottes, zu dem Maß und dem Gewicht an Herrlichkeit. Er sagt, denn das schnell vorübergehende Leichte, das ist 2. Korinther 4, denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis bewirkt ein über die Maßen. Es ist nicht ein Maß mit Maßen, sondern es ist über die Maßen, es quillt über. Es bewirkt uns ein über die Maßen überreiches Gewicht von Herrlichkeit, da wir nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare schauen. Denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ist ewig. Seht ihr den roten Faden, den uns das Wort Gottes hier gibt, dass wir in der Zeit des Leidens unseren Blick nicht auf die Leiden haben, sondern immer wieder auf das, was unsichtbar ist. Das hört sich vielleicht für Menschen, die mit dem Glauben nichts zu tun haben, hört sich das ganz komisch an. Wie kannst du etwas sehen, was unsichtbar ist? Das geht doch gar nicht. Doch, mit den Augen des Geistes ermöglicht uns Gott einen Einblick in die himmlischen Welten. Einen Einblick in die Herrlichkeiten, die uns erwarten, wenn der letzte Atemzug getan ist. Amen. Wenn alles zurückerstattet wird. Halleluja. Er sagt dann, das schnell vorübergehende Leichte. Unser Bedrängnis bewirkt. Das müssen wir uns auch vor Augen halten. Deine Bedrängnis bewirkt etwas. Gott nimmt deine Bedrängnis und er bezweckt und bewirkt damit etwas. Er nimmt die Bedrängnis und die Bedrängnis ist nun auf einmal ein Angestellter für dich. Du bist auf einmal Arbeitgeber. Die Bedrängnis erwirtschaftet dir. Die Bedrängnis erwirkt dir. Er sagt, denn das schnell vorübergehende unserer Bedrängnis bewirkt uns ein über die Maßen großes Maß an Herrlichkeit. Ich glaube wirklich, dass es in der Ewigkeit Gottes, wenn wir einmal bei Gott sind, da gibt es unterschiedliche Maßstäbe von Herrlichkeit. Es werden manche Menschen dort sein, die haben ein großes Maß von Herrlichkeit und das wird dann nicht klein genannt werden, versteht mich nicht falsch. Aber es wird Menschen geben, die viel gelitten haben, die werden ein noch größeres Maß an Herrlichkeit haben. Das ist nicht ungerecht, sondern es hat etwas damit zu tun, dass Leiden Herrlichkeit bewirkt. Darum hat Hartwig Henkel hier gestanden und er hat gesagt, in Jüngerschaft geht es darum, Leidensbereitschaft zu fördern. Dass wir rauskommen aus unserer, ich sag's nochmal, Happy Clappy Disneyland Deutschland Mentalität und dass wir uns mit unseren Brüdern vereinen, die in Syrien und im Irak sind und dass wir sagen, ja, um Christi Willen ertrage ich das jetzt. Ich möchte, dass wir wegkommen davon, von diesem ewigen Rum,
rummeckern, dass wir wegkommen davon, von diesem ich zähle mich da selber zu, von diesem Murren. Das Wort Gottes sagt im Hebräer, wegen dem Murren des Volkes Gottes hat er sie niedergestreckt in der Wüste. Nicht wegen ihren schweren und unzähligen Sünden, die sie sonst noch begangen haben, wegen des Murrens. Dass wir mit dem Klagen aufhören, lass die Klagen schweigen, sagt uns auch ein Lied. Lass die Klagen schweigen. Lass die Klagen schweigen. Und ich sag's mir so, ich wünsche mir nichts sehnlicher, als dass wir hier eine Gemeinde werden, die nächste Phase von Leid einfach umarmt. Hört sich, es werden jetzt einige da sitzen und sagen, du weißt nicht, wovon du widersprichst. Und ich möchte es doch sagen, weil das wird unsere Nachfolge radikal machen. Das wird unsere Nachfolge, das wird alles umgestalten. Wir werden sowieso Verfolgung erleiden, wenn wir gottselig leben wollen. Ich stelle dich heute vor die Wahl, wenn du heute hier sitzt und du sagst, okay, ja, Jesus ist jetzt ganz schön, aber mehr brauche ich auch nicht. Glückwunsch, für dich, du brauchst dir keine Sorgen machen, hast keine Verfolgung. Aber für alle, die mit mir die Hand heben und sie sagen, nein, ich will Jesus folgen, ich gehöre ihm, er hat mich erlöst, für die wird Verfolgung kommen. Und ich möchte dann, wenn ich sowieso weiß, dass die Verfolgung kommt, möchte ich lieber zu denen gehören, die ihre Arme ausbreiten und sagen, ja, um Christi willen, ohne Meckern, ohne Murren, ohne Knurren, ja, um Christi willen, denn ich weiß, er wird mir ein über die Maßen großes Maß an Herrlichkeit verschaffen. Halleluja. Es gibt vollen Lohn, ihr Lieben, es gibt vollen Lohn für das Erdulden der Bedrängnis. Offenbarung sagt uns Jesus, siehe, ich komme bald und meinen Lohn bringe ich mit mir. Wir dienen einem Gott, der gesagt hat, dass er ein Belohner all derer ist, die ihn suchen. Gott belohnt uns. Und ich möchte dir einfach sagen, kein Leid ist ihm zu klein, keine Seele, kein Mensch zu gering. Dort, wo du jetzt gerade stehst, er sieht dich. Er weiß von dir. Er nimmt Notiz von dir. Er spricht zu dir, ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Egal, wo du bist. Ist er nicht hinabgegangen in die Finsternis, in den Hades? Glaub mir, er geht auch hinab mit dir in deine Zone des Leidens. Haben sie ihn nicht verspottet, ihn den Bart ausgerauft, ihn mit einer Dornenkrone gekrönt? Glaub mir, er geht auch mit dir durch dein Leid. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal des Todesschattens, so fürchte ich kein Unheil, denn der Herr ist bei mir. Sein Stecken und sein Stab trösten mich alle Zeit. Und im Angesicht meiner Feinde bereitet der Herr mir einen wunderbaren Tisch. Und den Becher meiner Freude schenkt er voll ein und lässt ihn überfließen. So ist unser Herr. So ist unser Herr. Amen. Lass uns nicht auf das Sichtbare schauen, sondern auf das Unsichtbare. Amen. Halleluja. Jesus sagt auch in der Offenbarung, fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst, sei treu bis in den Tod. Und das ist es, was Jesus ja auch in Matthäus 5, 12 im Sinn hatte mit der Verfolgung der Propheten. Sei treu bis zum Tod und ich werde dir den Siegeskranz des Lebens geben. Er ist ein Belohner. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, wird keinen Schaden an seiner Seele erleiden. Amen. Wer überwindet, wird keinen Schaden an seiner Seele erleiden. Ich stelle heute viele Fragen. Ich frage dich einfach, willst du dein Leben angepasst an diese Welt leben? Willst du dein Leben angepasst an die Standards leben? Willst du dein Leben angepasst an unsere Gesellschaft leben? Mit ihren Gedanken und Überzeugungen? Ich nicht. Malachi sagt, und ihr werdet wieder den Unterschied sehen zwischen dem Gerechten und dem Ungerechten, zwischen dem, der Gott dient und dem, der Gott nicht dient. Und ich möchte, dass wir eine Gemeinde sind, an der ein Unterschied zu sehen sein wird. Ich bin so überwältigt worden über das, was Christine am Gebetsabend über Erweckung vorgelesen hat, dass es jetzt immer noch in meinem Herzen so aktuell ist. Christine hat vorgelesen ein Buch, das sie liest, und sie hat daraus vorgelesen und sie hat gesagt, oder der Schreiber sagt dann, Evangelisation wird dann wirklich effektiv. Evangelisation, das, was wir versuchen auf der Straße draußen den Menschen zu predigen, das wird erst richtig effektiv, wenn die Gemeinde Gottes zur Gemeinde Gottes wird. Und wenn das Volk draußen, das Gott nicht kennt, sieht, wie Gott wunderbar in seiner Gemeinde, an seiner Gemeinde wirkt und arbeitet. Und ihr Lieben, das sind Unterschiede, die zu sehen sein werden.
Und dann wird Evangelisation nicht etwas sein, was uns schwer von der Hand geht, sondern dann wird das Licht Gottes in seiner Gemeinde so stark leuchten, dass draußen in der Finsternis die Finsternis weicht und Menschen werden errettet werden. Amen? Amen? Aber wenn die Gemeinde nicht die Gemeinde wird, und darum möchte ich auch einfach das zu jedem sagen, der immer wieder so klein von der Gemeinde redet. Ich habe das so oft gehört. Ja, die Gemeinde und die Gemeinde dreht sich nur um sich selbst. Nee, wir drehen uns um Jesus Christus, wenn wir uns überhaupt drehen. Und wir wollen mit allen Mitteln versuchen, die Gemeinde Gottes zu werden, in der Christus Jesus in der Mitte, im Zentrum ist. In der Christus Jesus offenbart, hoch und herrlich ist. Und wir wollen sein Leib sein. Wer immer sich wagt, gegen die Gemeinde schlecht zu sprechen, der sollte sich überlegen, dass die Gemeinde der Leib des Herrn ist. Wehe dem, der so über die Gemeinde redet. Die Gemeinde ist der Leib des Herrn. Und ich bin ein Glied an diesem Leib. Ich brauche diesen Leib, sonst kann ich nicht leben. Und Christus ist was nach Kolosser? Das Haupt des Leibes der Gemeinde, der alles erfüllt. Somit müssen wir erkennen, welchen Stellenwert die Gemeinde hat. Amen. Wer heute ein Ja dazu hat, zu dem, was ich heute gepredigt habe. Wer heute ein Ja dazu hat, dass er sagt, ja, ich möchte aufhören mit dem Rummeckern und ich möchte anfangen, mein persönliches Leid und meine persönliche Verfolgung um Christi willen wirklich zu ertragen. Wer dazu ein Ja hat, den möchte ich mitnehmen und den möchte ich auffordern, das zu tun, was uns Hebräer 13 sagt. Das sind unsere letzten Verse. Und ich gehe da, ich schließe mich damit ein und ich mache dort mit und ich hoffe, ihr kommt mit. Dort sagt uns das Wort, darum hat auch Jesus um das Volk durch sein eigenes Blut zu Heiligen außerhalb des Tores gelitten. Deshalb, ihr Lieben, deshalb, weil er uns vorangegangen ist und ein Knecht nicht höher als sein Meister steht. Haben sie mich verfolgt, werden sie auch euch verfolgen. Deshalb lasst uns zu ihm, Gemeinde Gottes hier in Bremerhaven, Gemeinde Jesu hier im Christuszentrum Bremerhaven, deshalb lasst uns zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers, raus aus unserer Komfortzone, lasst uns raus aus unseren selbstgebastelten Sicherheiten, deshalb lasst uns zu ihm, zu Christus hinausgehen, außerhalb des Lagers und seine Schmach willig tragen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, und das ist wieder die Perspektive, unser Blick in den Himmel gerichtet, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Durch ihn nun lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen. Ihr Lieben, in unserer Verfolgung bringen wir ihn ein Opfer des Lobes. Amen. Ein Opfer des Lobes darbringen, das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse lügnerisch gegen euch reden werden um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln. Denn ebenso haben sie Propheten verfolgt, die vor euch waren. Amen. Vater, wir danken dir. Vater, wir danken dir, dass du uns siehst. Dass du uns siehst in der Zeit unserer Verfolgung. Dass du uns siehst, jeden von uns in unserem persönlichen Leid. Vater, wir danken dir, dass dir von den Dingen, die uns widerfahren, nichts fremd ist. Und dass du uns in all dem beistehst, Vater. Wir kommen zu dir und wir danken dir dafür, Vater. Und wir bitten dich, dass du in uns bewirkst, Vater, dass ein Unterschied zu sehen sein wird. Dass wir in den Verfolgungen, in denen wir stecken oder kommen werden, dass wir in dem Leid, das uns widerfährt, dass wir unser Haupt erheben können, um dir Lobpreis und Dank dazu bringen. Weil wir wissen, dass du uns trägst und dass du in der Ewigkeit für uns etwas vorbereitet hast, was unaussprechlich ist. Jesus, wir wollen jetzt rausgehen, raus aus dem Lager und wir wollen zusammen mit dir deine Schmach tragen, Jesus. Ich danke dir, Jesus. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen.